So, weiter geht's ins Genshin. Ich habe wieder reingetappt und die Aufnahme läuft. Gut. Balkenküste, Blumen im Wind. Das ist so ungewohnt, dass das alles jetzt so groß ist, jetzt wo ich mit Tastatur gerade anspiele hier wieder. Ich muss mich wieder umschalten. Erreiche als einziges Spieler eine bestimmte Punktzahl, um die Geschenke der entsprechenden Figur zu erhalten. Noch nicht versucht. Staubballons sind mit Berührung und schränkt das Blickfeld mit Dreck ein. Aha. Punkte für Sträuße, für Grenze. Zeit. 35 für grüne und orange und das. Grenze 400, okay. Günstling der vier Winde. Ja gut, Ember war klar. Als Flugmeister von Mondschlag kann mir für diese Aktion nur eine hohe Punktzahl erreichen. Trotzdem hast du dich wirklich erschreckend schnell verbessert, Ehrenritter. Wandergeselle. Oh je, nennt man das einen Höhenvorteil? Ich nehme an, ich kann euch alle ein bisschen schonen, um die Sache etwas spannender zu machen. So zur Herausforderung. Verfolgen. Okay, dann werde ich mal mich dahin teleportieren. Ich habe übrigens diese Dinger hier noch nicht gemacht. Also ich habe mal irgendwann eine davon gemacht in der Aufnahme und sagte, ich mache die dann halt im Nachhinein für mich weiter. Ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Sind halt nur zwei von diesen komischen Kristallen. Die lohnen sich halt nicht. Und das ist halt nur zum Charakter kennenlernen und Mechaniken kennenlernen. Und das habe ich halt schon gemacht. Bei dem Wetter jetzt aber fliegen ist irgendwie blöd. Ich hoffe, das wechselt automatisch. Hui. Einzige Gute an der Fähigkeit, man kann die Luft nutzen. Ansonsten unnötig. So, wo ist mein Schild? Ah, da. Nee, doch da. Und der spannert schon wieder den Kindern hinterher. Hui. Herausforderung starten. Balkenküste. Steigen mit einem Winddeckter aus den Höhen herab. Fangen die in der Luft schwebenden Blumensträuße und landen inmitten eines bezaubernden Blumenkranzes. Diese festliche Aktion ist sehr beliebt unter Abenteurern. Die Barden vom Mondstadt beschreiben das langsame Herabgleiten als das gemächliche Fallen von. Das haben wir schon mal gelesen. Okay, starten. Elementarsiegel an verschiedenen Stellen in und um Mondstadt. Okay. Ach, die sind hier sogar. Hier auf gleicher Höhe. Ja, fast. Okay. Ah, okay. Zickzack. Ja, gut. Theoretisch Zickzack. Okay, man kann nicht alles einsammeln. Man muss halt wirklich wissen, wo man runterfallen kann. Wo kam der Dreckballon her? Okay, und jetzt die Title 7 in Speed-Version abgespielt, okay. Die ist höher. Noch ganz schnell darüber. Gibt's nur einen so einen komischen Kreis zum Einlochen? Wow. Wow. Ja, das vor und rückwärts ist so ein bisschen blöd. So, Zielkranz 1, Honigblütenkrone 4, Glühblütenballon. 57. 3.775 Punkte. Ja, war doch einfach. Easy. Give me my prices. Was hat die jetzt nochmal? Die andere Dame. Ember, 3.200, oder? Wäre gespannt, wie die zweite jetzt hier ist. Also, komm, die gehen schnell. Also. Ja, machen wir jetzt noch, ja, wir machen jetzt noch die zweite, weil sonst wird der Part zu kurz. Glaube ich zumindest. 3.000. Günstling der vier Winde. Und Gleitmeister. Zur Herausforderung. Wo ist die? Okay, die ist mitten im Feld irgendwo. Hallo, könnte ich bitte. Also, deswegen konnte ich mich nicht bewegen. Der war noch getargetet. Aha, gut. Hui. Zack. Also, was mache ich eigentlich gerade jetzt hier oben? Ich habe ganz viele Belohnungen freigeschaltet. Halte mindestens 2000 Punkte im Turmreigen von jedem Schuss einen Treffer. Okay. Halte mindestens 2000 Punkte beim Windstieg von Blumen im Wind. Also, das mache ich jetzt gerade. Halte mindestens 2000 Punkte sanfte Kraft.
Härte von Lied der Landschaft. Das kommt dann noch, okay. Ist alle Aufgaben unter Bezwinger der Gelüste im Garten der Gelüste ab. Okay, 20 Aufgaben, okay, fuck. Na gut, 50 mal was wünschen, habe 2 Stück gemacht. Von Level 10 halt. Anleitung Widerstand, Poesie. Poesie, weil die brauche ich definitiv für Rosaria. Ich habe gar keine Dingens. Oz, reveal thyself. I summon. Achso, okay. So. Natürlich ist eine Luftfähigkeit, wie jetzt ich mit Au habe, ist natürlich vom Vorteil so ein bisschen. Explodiert bei Berührung, stößt dabei zurück. Prallballon. Oh, okay. Wie viel sollte ich hier haben? Mindestens 2000, oder? Ist zumindest was Nettes. Es ist echt wie dieses Minispiel, was man damals in Dingens hatte. Skyward Sword. Nur ohne Rubine. Der ist höher. Der ist höher. Oh, was zum. Oh, danke. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Weil doch, ja gut, man hätte da hinten die mitnehmen können. Theoretisch. Oh. Ja, man hätte da hinten die mehr mitnehmen können. Ach so, war. Ach, darunter war so ein komischer Ball. Deswegen. Was ist das jetzt hier? Also, okay. Ich verstehe das Ganze, wie das funktionieren soll. Ja, das habe ich mir so nicht gedacht. Okay, das war shit. Das war wirklich shit. Ich dachte, wenn ich drauf falle, dann kriegt er mich nach oben, weil ich muss da wirklich drauf landen. Passend. Und dann darüber. Ich habe einen jetzt nicht mitgenommen, muss ich den wieder mitnehmen? Meine Fähigkeit nicht nutzen. Interessant. Hätte 5 von den komischen Dingern gehabt. Warte, was? Ich wurde weggestoßen. Punktzahl 3415. Ja, auch wieder alles geschafft. Und auch die extra Dingens hier bekommen. 3000, ja. Passt. Cool. Nein. Pew, Motherfuckers. Ich mach 19.000 Schaden, wenn ich das Ding treffe. Wobei, das war ein Crit, oder? Das muss ein Crit gewesen sein. Also können die auch critten. Gut zu wissen. So, feste Herausforderung. Ja gut, jetzt das Schießen habe ich halt noch übrig. Und das andere gucken wir uns jetzt auch noch an. Und dann habe ich ja noch diese 4 Quests eigentlich. Aktionshändler. Lass ich raten. Bandentausch, das ist dann das, was ich mit den anderen Tickets machen kann. So, ich will die Leier haben. So, ich muss die der Landschaft erst machen. Ja gut, dann leck mich. Ach so, jeder Schuss ein Treffer erhalten werden. Oh. Ist ja uncool. Ja gut, dann kriegen wir es rein gar nichts. Super, danke Spiel. And then we'll do it again. Ist ein bisschen unfair. Okay. So. Bei der Gilde muss ich mich jetzt melden für die andere Mission. Das ist aber wahrscheinlich eine Kampfmission, oder? Echt drauf verzichten können. Dass es hier so ein Busch ist, wie bei den Symphonien, dass man wieder nur Nachteile hat. Ad Astra. Naja, Ad Astra zu Erkundigen sind. Achso, dann bin ich auch schon fertig. Ja gut, halt. Hä? Anlegen? Achso, ich bin auf dem Evo-Abteil gerade. Hatte ich nach oben gescrollt, warum nicht? Amber.
Ja. Lisa. Ich finde, dass ich jetzt die ganzen Standardcharaktere mal hier losschicke. Nutzt sie halt leider echt nicht. Deren Skills sind halt okay, für Oberwelt auch praktisch, aber ansonsten sind halt echt nicht special-mäßig. Ice Beyblade, eine stationäre Elektrofläche. Ja, auch C6 wären die vielleicht halbwegs praktisch. Also sie hätten ruhig 3-Sterne-Charaktere machen können, 4 Sterne und dann 5 Sterne halt. 4 Sterne halt bei jedem 10., 3 Sterne bei jedem... Bei jedem 5. oder so. Genauso wie Waffen. Ja, glaube ich, genauso gewesen. Oder halt 3 Sterne Waffen allgemein. Und dann 5 Dingens vielleicht auch noch die Waffen, die 4er. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich da hin? Geschmack des Windes, Windgebräu, Ruhe, wir sind in der Bibliothek, schwer zu erreichende Orte, Garten der Gelüste. Was ist denn das? Junge da draußen, warum? Warum ist das so weit fern von mir? Denkt sich sowas denn aus? Muss ich jetzt echt einen Teleporter hinsetzen, damit ich da hinfliegen kann andauernd? Wahrscheinlich. Diese traurige Musik hier. Boah, ich krieg grad voll irgendwie Bock oder Flashbacks auf Xenoblade Chronicles. Erinnert mich gerade irgendwie daran. Let's dance. Ein bisschen zumindest. So, hallo Plauen, Abenteurer. Willkommen, möchtest du dich die... Was? Möchtest du dich in die vor dir liegende Sphäre wagen? Welche? Mondstadt? Kann ich schlecht ablehnen. Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Plauen von der Abenteuergilde. Ich mache den Eingang zu dieser Sphäre. Auszeichnung der Abenteuergildesfolge erscheint sie nur zu bestimmten Zeiten. Weil das Windblumenfest in Gang ist, haben wir ihr Inneres so angepasst, dass es eine besondere Herausforderung darstellt. Ist das nicht gefährlich? Keine Sorge, diese Aktivität gibt es nur im Rahmen des Festes. Standende Abenteurer begleiten jeden, der nicht erfahren genug ist. Im Rahmen bist du auf diese Hilfe aber nicht, bestimmt nicht angewiesen. Du kannst diese Sphäre allein erkunden oder Freunde dazu einladen. So oder so erwartet dich am Ende eine Belohnung. Wird gemacht. Dann halte ich dich länger auf. Viel Spaß da drin. Aha. Was? Konnte ich lesen. Gibt es jetzt hier einen Teleportpunkt her? Ich hoffe. Garten der Gelüste. Ja. Gruppenstufe 36 empfohlen. Das ist doch gelogen, oder? Und hier gibt es die blauen Tickets. Okay, Karten der Gelüste. Bittsteinpossen. Ach, das ist eine Minispiel-Vorder-Error-Dingens. Bittsteinpossen. Die Felder in der Luft ruckeln eine Weile. Bevor sie zusammenbrechen, weiche den einstürzenden Plattformen aus. Suche einen sicheren Standplatz zu beleben, bis das Zeitlimit abgelaufen ist. Wir sind bei Mario Party angekommen, okay. Falls du unter die Felder fällst, verlierst du Ausdruckskraft und die Ausdruck wird sofort beendet. Okay. Windblumen, Gnade. Eine große Anzahl von Blütenkronen wird ständig vom Himmel fallen. Sammle die erforderliche Anzahl von Blütenkronen innerhalb des Zeitlimits ein. Falls du eine spezielle trügische Blütenkrone berührst, die beim Fallen die Farbe ändert, verlierst du Punkte. Es ist 1:1 ein Mario Party Minispiel, genau wie das da. Barrieren-Minuett. Vorrichtung in der Mitte dieser Sphäre vollständig aus einer Geschossbatterie. Weiche den Geschossen aus, bis das Zeitlimit abgelaufen ist. Ich habe, glaube ich, gelesen, ist das Ding, wo man... Ich habe irgendwas gelesen. Irgendwo kann man den Geoman-Charakter nutzen. Zum Cheaten. Best Cheating with Geoman-Charakter. Aha. Stepping Stone Antik. Rittsteinpossen. Oh, wahrscheinlich das Ding, okay. Ich klicke mal das Video ganz kurz an. Und mute es hoffentlich direkt. Au, laut. Ja, das ist das Erste. Er craftet an der Wand einen Stein und stellt sich darauf. Wow. Wow. Wirklich? Okay, ja. Von mir aus. Ich versuch's erstmal so halt. Okay. Die Vorrichtung in der Mitte dieser Sphäre vollständig aus Blabla. Jetzt, wenn du von einem Geschoss getroffen werden bist, geht ein gewisser Anteil an Ausdruck verloren. Okay. Blasenklatscher. Im Multiplayer kann man das bestimmt Spaß machen, weil man da gucken kann, wer die meisten Punkte hat. Weiche den Wasserblasen entlang des Weges aus.
Und erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. Wenn du von einem Nebelblast getroffen werden bist, wirst du für eine gewisse Zeit zurückgehalten und verlierst Ausdruckskraft. Okay. Aber über die komischen Blumen kann ich laufen, oder? Nebelblase, Blumen, Wasserblase. Okay. Eisbahnstraße. Begehbare Felder werden kurz beleuchtet, bevor die Jahreszeit beginnt. Andere Felder erzeugen Fangfallen, falls sie betreten werden, und schützen dann einen. Erinnere dich an den richtigen Weg und durchquere den vor dir liegenden Bereich. Das ist echt Mario Party. Oh, ist das geil. Blasenmarsch, was? Weich eine Wasserblase entlang des Weges aus dem Bereich des Ziels innerhalb der vorgegebenen Zeit. Wenn du von einer Nebelblase getroffen worden bist du eine gewisse Zeit lang zurückgehalten, fällt es an. Gleich oder nicht? Blasenklatscher. Da ist meine. Egal. Okay, aber interessant. Mehr Spieler empfohlen. Einzelspieler empfohlen, weil man halt dann sich messen kann. Okay. Der gewisse Gang zum Garten der Gelüste zeigt sich nur zu bestimmten Zeiten. Alle Besucher müssen sich drei zufälligen Aussagen mit starken Gegnern stellen. Was? Woher diese Sphäre kommt, ist mittlerweile nicht mehr nachzuprüfen. Die Freude, die sie bringt, sind aber unumstritten. Labachul-Dämmerung. Jetzt bei dieser Erfahrung die Gelüste erstaunliche Fähigkeiten erhöht sich durch einen wundersamen Segen die Kraft deiner Angriffe aus dem Fall enorm. Muss auch kämpfen? Okay. Okay, dann ist doch eigentlich Shao hier wieder mein Top-Kandidat. Gehen wir mal so rein. Mögliche Segen bei der Prüfung der Gelüste. Verringert den Ausdauerverbrauch um 80% ab einer Ausrüstung von 100 verfügbar. Erhöht den mit Angriffen aus dem Fall. Was? Ich. Hallo? Blumenlade. Man kann das gar nicht durchlesen. Was soll das? Aber hier kann ich meine Fähigkeit wieder nutzen. Das ist interessant. Mal die Schatten sehen. Aha. Halt. Okay. Achso, ich muss einfach nur so einfangen. Okay. Blütenkronen. Aha, 170. Vergleich den Ausverbrauch um 80%. Geil. Bin gleich. Und ist. Achso, okay, gut, das Ding jetzt. Steinpossen. Okay, dann okay, man muss den Geo-Charakter halt mitnehmen, um dann halt das hier zu cheaten. Er cheaten. Wie auch immer. Echt Mario Party. Muss ich die Blumen einsammeln? Achso, ich muss Blumen einsammeln, okay. Warte, so. Oh, ja. Okay. Verlack. Oh, kann man hier definitiv cheaten? Ey, gib mir mein Blumenzeug. Ciao und Kekin kann man hier bestimmt gut cheaten. Insgesamt eine Ausdruckskraft. Von runtergefallen 60 nach Umwandeln von Lückenkorn, okay. Aha. Also ich habe alles freigeschaltet. Okay, gut. Blasenmarsch. Weil ich im Blasen habe, deswegen ist auch noch das hier. Aha. Geht was? Also sie raten hier geht's einfach nach oben. Weil die geben sich echt mal Mühe. Mit den Custom-Arealen hier. Und diesen Modus. Dauerhaft haben. Gesamtausdruckskraft 300 von 500. Ah, es gibt Ausweichzonen. So fahre ich das jetzt erst. Ja, egal.
Ja, komm, ich bin doch schon durch. Okay. Dann wird der Ausrüster 426. Aha. Gibt's Bonus, wenn man 500 hat? Keine Ahnung. Das Ganze muss ich 20 Mal machen. Okay. Achso, ich sehe gerade, ich muss mal eventuell das wieder nach oben machen, damit ich die Aufnahme sehe. Einen Moment bitte. Oh nein. Na, aber ich bin ganz sexy bei dieser Sache. Und den Gelisten erstaunliche Fähigkeiten erhöht sich durch einen wundersamen Segen die Kraft der Angriffe auf dem. Ja. Wird erhöht den Angriffen. Die, das sind die. Igitt. Okay. Ich weiß, ob man jetzt Multiplayer machen muss soll. Wings of Darkness, come. Lament. Worthless. Worthless. Okay, deckt mich einfach nur. Was habe ich jetzt weggedrückt? Ich habe noch gespammt. Lebe ich noch? Okay. Cool. Meine Skills sind im Dungeon anders als hier außerhalb oder was? Oder wie sehe ich das jetzt? Ah. Was habe ich jetzt hier geschafft? Was in der Gelüste? Ach, jetzt bekomme ich hier ganz viele Sachen. Okay, cool. Ach, nochmal, noch mehr Primus. Okay. Es ist ganz nett gemacht. Während dieser Phase noch zu halten, 2200. Aha. Im Gang schließe den Garten der Gelüste ab und weiche bei Barrieren Minuett allen Geschossbarrieren aus. Ja gut, das habe ich halt noch nicht freigeschaltet. Das? Wenn ich die anderen gemacht habe, oder was? Die Prüfung der Gelüste in 108 Sekunden ab. Okay. Blasentasche allen Wasserblasen. Blasenmarsch allen Wasser... Ah, verdammt. Innerhalb von 420. Hm? Innerhalb von 420? Ich hab doch jetzt schon in 180. Oder gibt es Unterschiede? Prüfung der... Ach so, Prüfung der Gelüste. Garten der Gelüste, Prüfung der Gelüste. Wait. Macht keinen Sinn. Innerhalb von 84 Sekunden. Ach so, okay. Ah. Also noch eine Minute schneller werden. Irgendwo. Kommt auf die Minispieler aber dann an, oder nicht? Egal. Ja, kann ich einsammeln, bitte? Belohnung einsammeln. 30. 20.000. Gib einfach her, Spiel. Achso, das ist ein 2 und das sind 5 Tage verfügbar. Ah, okay. Also muss man hier auch nicht auf Teufel komm raus. Haben muss man es trotzdem wahrscheinlich so ein bisschen am Ende. Warte, Garten der Gelüste. Während dieser Phase noch zu erhalten, 2200. Ja, und wie? Herausforderungsübersicht. Riechen die? Erläuterung. Zwinger der Gelüste. Zwinger der Gelüste 2. Gelüste 3. Gelüste. Juriges Wein. Lava-Schulz-Dinger. Dann jeweils einen der beiden davon. Zwinger der Gelüste. Das ist ein Primo GOV-Shop, oder? Woher weiß ich denn, was davon kommt? Sehe ich das überhaupt irgendwo? Wo sehe ich, wie ich meine komischen Tickets bekomme? Oder kriege ich immer 200, je nachdem? Das verstehe ich nicht ganz. Vor allem nicht bei den Preisen, die hier herrschen. Hä? Garten der Gelüste. Garten der Gelüste. Truppenstufe 36. Also den pyroriges Wein kann ich gar nicht machen, oder was? Oder ist das jeden Tag anders, was man hier antrifft? Oder kommt das auf mehr Spiele an?
Wir machen das Ganze jetzt noch einmal. Okay. Wer hat den Ausdauer braucht? Ja. 120%. Egal. Noch schon wieder das nervige, langweilige hier. Windblumengnade. Die ist langweilig. Aber die ist nervig. Auch teleportieren wäre hier geil. Das war eine böse. Bleib nur ganz kurz liegen, sehe ich das richtig? Okay, man kann nur eine bestimmte Anzahl hier sammeln oder was. Egal. Verursacher Schaden, okay, aus dem Fall um 50% und Flächenschaden. Barriere Minuet. Was war es hier? Nicht getroffen werden, ob jetzt. Es ist eine sehr kleine Fläche, möchte ich anmerken. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Ach, von dem Ding wurde ich getroffen. Ich hätte einmal getroffen, nicht mehr als viermal. Vom Wasser nicht getroffen. Von den komischen Bodendingern hier, oder? Hä? Ich check das nicht. Fuck, shall I do? I don't get it. Nicht öfter als viermal. Aber einmal soll ich getroffen werden, oder was? Ja, zweimal. Achso, ich wurde zweimal getroffen. Hä? Warum wurde ich getroffen? Aber nicht mehr als. Aha. Check's nicht so ganz. Okay. Wenn sie das denken. Der Blasenklatscher ist nur 3 breit. Ist das richtig? Ey, das war an der Seite der andere. Okay. Ach, okay. Ah, die bewegen sich hier links und rechts lang. Oh. Das Ding hier nicht ein bisschen schwerer als das andere? Naja. Whatever. Muss ich nicht verstehen, oder? Und jetzt muss ich wieder kämpfen, oder was? Ich war von aus. Oh. Aber ich will Dämmerung. Ja. Ist okay. My royal. Time for retribution. Let the show be evil conquering. Eventuell soll ich auch einen Support mit reinnehmen, damit ich den Damage Boost habe nochmal anfangen. Abschlusszeit 2 Minuten 38.
Ah, lass mich. Oh nee, sag mir nicht. Ich habe, weil ich jetzt die letzten Tage das nicht gemacht habe, habe ich jetzt schon Punkte oder Tickets verloren. Ich will mal durchrechnen. Ja, in dieser Phase. Das heißt, ich habe die erste Phase verpasst. Sehe ich das richtig? Wenn das wahr ist, dann. Wow. War sonst nie. Blasentasche an Wasserblasen, Blasenmarsch. Okay, ja. Ausweichen habe ich nicht geschafft. Den Garten der Gelüste am Weiche bei Barrieren. Ah ja, gut, habe ich auch nicht geschafft. Der Phase. Herausforderungsübersicht, das waren die Dinger. Erläuterung. Zimmer der Gelüste 1, 2. Wie ist es mit den Bonussachen, die man hier kaufen kann? Also. 2700 für die Hauptsachen. 2700 für die Hauptsachen. Plus. Oder hat sie das schon addiert? Das ist 1200 pro Ding. So, dann 300 für die Bücher. Plus 300 fürs Gold. Plus. Warte. 50, 100 Dinger macht 2400 für die Hauptdinger. So, jetzt die kleinen Dinger noch. Das sind 6 Items mal 15 mal 6. 36 mal 15. Das ist mir zu viel zu rechnen. Warte mal. Wobei 60, 90. 6 mal 90. 50, 540. Plus 540. Also 3.540. Fünfhundertvierzig. 2.700, ja, kommt hin. So, ich kann jetzt in der Phase noch 2.000 holen. So ungefähr die Hälfte. Bei 4, 4, 8. 1.000 pro. Egal, wenn ich jetzt auf den letzten Drücker die letzten nicht bekomme, das werde ich an 2 Tagen dann sehen. Trotzdem irgendwie merkwürdig. Das heißt, ich werde jetzt aber das Ding noch ein bisschen farmen und dann gleich nebenbei für mich, wenn ich einen Film zu Ende gucke oder sowas oder irgendwas gucke. Irgendwas habe ich da vorhin gesagt, was ich mal wieder gucken könnte. Genau, Conan wollte ich mal wieder gucken. Das wäre eine Idee. Gut, das wäre dann also diese Herausforderung hier. Keine Ahnung, die Pyrrhus-Wein kann ich nicht mehr. Was das auf einmal soll, dass man bei Events, wenn man nicht rechtzeitig da ist, Sachen verpassen kann. Das war sonst nie. Könnte immer Sachen nachholen, aber okay. Ich hoffe einfach mal, dass sich das dann addiert, was man vorher nicht geholt hat, dass das dann danach zu holen ist. Oder man kann extra während den Dingern immer mehr holen, damit man halt wirklich sicher sein kann, dass man, auch wenn man nicht jeden Tag da ist, das machen kann. Aber hey, warte mal, ich habe doch jetzt diese eine Bonussache geschafft, oder nicht? Der Garten. Ja, habe ich auch nicht geschafft. Innerhalb von 420 Sekunden. 120. Wie soll man das in 120 Sekunden abschließen? Wie soll das möglich sein? 3 Minuten braucht man doch schon für die Mission selber, oder nicht? 120 und dann auf einmal 120? Ah, ne, halt Prüfung der Gelüste. Auch hier schon mal bei, oder? Garten der Gelüste, genau. Das macht keinen Sinn, hä? Oder ich kann, ach ja, gut, ich habe es wahrscheinlich schon geschafft, aber ich kann es nicht abschließen. Prüfung der Gelüste in 5 Tagen. Ich habe jetzt gerade 2,5 gebraucht. Weil das ist, die Prüfung ist doch nur im Endeffekt der Kampf. Weil der hat auch nur 1 Minute gedauert. Wenn überhaupt. Bei Ulz. Ich hinterfrage das jetzt. Ja. Es ist ein merkwürdiges Event. Mehr in dieser Phase noch zu halten, das lenkt mich am meisten ab. Phase 1 habe ich ja eigentlich dann komplett verpasst, so gesehen. Okay.
Mal gucken. Also wenn es 2400 habe ich jetzt dann noch, die ich holen kann. 1500 fehlen mir dann noch ungefähr. Wenn es ungefähr 800 oder so pro Tag sind. Ich muss mich überraschen lassen, was in 2 Tagen dann da steht. Egal, gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Ich gerade. Habe ich jetzt? Nee, warte, heute war mein Termin. Das heißt, heute, morgen habe ich noch frei. Also heute habe ich frei, den 23. Da werde ich aber streamen, gegen Abend, gegen Nacht. Mal gucken. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr aufstehe, um 17, 18 Uhr mit Essen fertig bin, dann kann ich noch dann wieder aufnehmen. Weil dann werde ich mich hier die 4 Quests morgen machen, nach dem Schlafen. Dann werde ich mich jetzt um das Farmen kümmern und noch eine Runde Smite anwerfen. Und ja. Die Quest mache ich dann morgen Abend halt. Und morgen Nacht streame ich dann halt. Ist ein Plan. So, was ist hier? 5797. Joa. 35 Puls oder so. Also, im Childe-Banner werde ich ein bisschen was ziehen wieder. Ich werde weinen, weil ich nicht das bekomme, was ich haben möchte. Vor allem der ist dann auch noch. Vielleicht gibt es ja auch noch einen geilen Waffenbanner dann wieder, der mir vielleicht interessant sein könnte. Ein paar Sachen hier waren sogar interessant zum Teil, aber irgendwie auch nicht ganz. Waren das mal auf X drücken, genau. Himmelsdinge ist, glaube ich, interessant an sich. Letzte Seufzer war, glaube ich, teilweise interessant. Der war sehr kompliziert. Der war eventuell für Venti ganz gut. Gassenleuchte war, glaube ich, interessant. Man fing um vor seinem Schaden um 12% der Schaden beim Leiden von Schaden. Was? Dieser Schadensbonus erlischt beim Erleiden schon Schaden 5 Sekunden lang. Also wenn man Schaden nimmt, erleidet man 5 Sekunden den Buff nicht. Aber ansonsten ist man dauerhaft gebufft. Da man aber später nicht mehr das umgehen kann, ist die Gassenleuchte eigentlich gar nicht mehr so gut. Pavonis Großschwert. Okay, da habe ich es eventuell. Habe ich es daher? Ja, habe ich nicht. Ich habe noch nicht je gerollt. Drachenschreck. Wein und Gesang war noch ganz gut, glaube ich. Genau, nach dem Rennen höheren Angriff. Nee, Ausdauer braucht reduzieren beim Basic Attacken und dann rennen. Und nach dem Rennen hat man höheren Angriff. Wird außerdem den Angriff beim Rennen oder bei Anwendung von Fähigkeiten die Rennen ersetzen? Das ist die Frage. Das ist also sowas wie Mona zum Beispiel, wenn man über Wasser halt gleitet. Ist der Damage nur höher, solange ich renne oder nach dem Rennen? Ne, 5 Sekunden lang um 20, okay, also nach dem Rennen. Eigentlich ganz geil, weil im Endeffekt ausweichen, höhere Damage. Bei den Jagdbogen, wegen dem Jagdbogen den Drachenschreck, würde ich halt diesen gar nicht eigentlich ziehen wollen. Der ist unnötig. Und den habe ich auf R5. Bogen ist halt, ja, der wurde mir hinterhergeworfen. Und ich brauche ihn nicht. Naja, gut. So, wie gesagt, ich werde dann hier diesen Garten noch ein paar Mal machen jetzt. Oh, super. Mindestens eine Stunde wird das dauern. Sagt nicht mein Resin. Resin sagt 60, okay. Hier wollte ich gar nicht hin. Stimmt, das Einladungsereignis habe ich auch noch. Ja gut, ja gut. Morgen Abend erstmal die Dingens-Quest. Die anderen werden ja wohl nicht ans Event gebunden sein. Die ich noch habe. Die Hangout-Dinger, die Dating-Dinger. Die kann ich dann morgen übermorgen machen, also Donnerstagabend, Donnerstagnacht, je nachdem. Da muss ich mal, ich muss kurz auf den Dingens gucken. Ist das schon dieses Wochenende? Nee, ist es nicht. Dieses Wochenende habe ich noch frei. Und dann den 4.5. habe ich dann offenbar nächsten Monat Schicht. Ostersonntag, Ostermontag. Aber hey, warte mal halt, hat sie nicht gerade noch gesagt, ich habe den 3. drinne stehen? Der 3. ist aber am Samstag. Habe ich dann Samstag und Sonntagsschicht? Samstag um 18 Uhr und dann Sonntag rum. Ich muss meinen Laptop, glaube ich, anmachen und Dienstplan rumwühlen. ja. Kann ich auch nachher machen oder morgen. Egal. So. Ja, das ist jetzt ungefähr der Plan. Ich habe jetzt ungefähr, ja, nach den ganzen Pausen. Ich habe es noch 2,5 Stunden wieder aufgenommen. Also ich habe gut was aufgenommen. Gut was geschafft. Ich werde mich jetzt um die ganzen Nebensachen noch kümmern, wie das Bogenschießen nochmal. Ich meine, wir könnten das Bogenschießen halt auch nochmal zusammen machen, theoretisch, aber es ist halt einfach
Es ist Bogenschießen. Es ist kein spezieller Parcours. Es ist Bogenschießen. Wir haben jetzt hier auch nicht alle Minispiele gesehen, aber die werden alle solche kleinen Spielereien sein. Gut. Da muss man nicht alles aufnehmen und alles zeigen. Dafür gibt es noch Leute, die sowieso das Publikum haben. Es ist Mario Party mit extra Steps. Gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Morgen irgendwann wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann gucken wir uns die anderen paar Weltaufträge noch an. Das ist zumindest jetzt mein Plan. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auf Flat verschwinden und ja, hier noch einen Film raussuchen. Ich bin erstaunlicherweise extrem wach. Also dafür, dass ich um 12 Uhr aufgestanden bin. Ich bin jetzt 15 Stunden wach und ich fühle mich super. Und ich habe nur eine halbe Stunde ungefähr geschlafen. Eigentlich gar nicht mal. 20 Minuten habe ich gedöst. Wahrscheinlich gereicht zu haben gegen Abend. Ich habe nicht mal irgendwie ansatzweise Koffein zu mir genommen. Ich freue mich. Oh Gott. Günstig aufgepusht sein, das ist... Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist das ja nicht so meine Art, aber so... Übertrieben, irgendwie mich über irgendwelche Kleinigkeiten freuen, die mich selber betreffen, das ist dann doch... Das ist Selbstironie. Das ist super. Das kann ich gut. Ja. Gut, dann mach ich jetzt wirklich aus und sag ciao und bis dann.